So, hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wieder Zeit für ein neues Video, das dich in deine eigene Kraft, in deine eigene Macht, in deine vollkommene Power bringen soll, damit du erkennst, dass du als göttliches, energetisches Wesen hier in diesem Leben 100% absolut die Zügel in der Hand hast. You call the shots. Du bist derjenige, der den Ton angibt. Du sagst, was läuft, du sagst, was vorangeht. Und zwar durch deine Gedanken, durch deine Meinungen, durch deine Annahmen, durch deine Rückschlüsse, durch deine Geschichten, durch dein Selbstbild, dein Selbstkonzept, durch dein Fremdkonzept. Du machst das alles. Du bist alles. Das bedeutet, dass niemand kann dir in dein Hirn reinfunken, wenn du es nicht zulässt. Niemand kann dir deine Macht wegnehmen, wenn du es nicht zulässt. Dich ganz, ganz herzlich all deine Power und Kraft zusammennehmen, die in dir wohnt, die in deinen Gedanken und Ansichten und Rückschlüssen wohnt und sie Laserfokus darauf ausrichten, dass sich die Dinge in deinem Leben generieren, manifestieren, zeigen, die du wirklich haben willst. Wenn dir mein Kanal gefällt, wenn dir meine Inhalte gefallen, wenn du glaubst, es ist hilfreich für andere, bitte liken und teilen. Nur so kommen wir weiter. Nur so kriegen wir uns als Menschheit aus diesem Opferzustand, der uns eingetrichtert wird, wo wir glauben, wir müssten uns fügen, wir müssten uns an anderen Regeln, Meinungen, Ansichten ausrichten. Nein, wir sind so frei wie unsere Gedanken. Wir sind frei in unseren Ansichten. Wir können alles frei wählen. Die Dinge sind so, manifestieren sie so, sich so, wie wir sie wählen. Wir sind die Kraft der Manifestation. Und heute will ich darüber sprechen, dass es nur, wirklich nur die Gedanken sind. Die Gedanken lösen alles in dir, in deinem Körper aus. Chemische Prozesse, emotionale Prozesse. Und Gedanken sind nicht, ich denke etwas oder ich denke mal an das, sondern es sind tiefe Überzeugungen, es sind tiefe Ansichten und Annahmen, von denen du oftmals nichts weißt. Und das ist eben dieses Wichtige, dass du erkennst, ja, ich weiß davon nicht, ich bin mir nicht bewusst, es ist mir gerade nicht so klar, was in mir eigentlich vorgeht, aber ich sehe im Außen, es sind Dinge, Situationen, Lebensinhalte, die gefallen mir nicht. Ich will sie so nicht haben, aber ich kann sie nur in mir verändern, indem ich diese Veränderung meiner Denkweise, meiner Überzeugungen und meiner Annahmen unnachgiebig trainiere. Und du kannst nur auf etwas hintrainieren, wenn du davon überzeugt bist, dass es gut und richtig ist und dass du das wirklich haben willst. Ich kann dich nicht überzeugen, dass du dich in deine absolute, erfüllte Lebenshaltung hintrainierst, wenn du nicht glaubst, dass es dir zusteht, wenn du nicht glaubst, dass es das ist, wofür du hier bist, wenn du nicht glaubst, dass das Leben eigentlich nur dazu da ist, dass du eines Tages erwachst und erkennst, Scheiße, ich soll ja hier leben in Erfülltheit und nicht in Mangel. Und wenn du mir das glaubst, wenn du all die anderen Videos angeschaut hast, wenn du wirklich weißt, oh mein Gott, es ist klar, es geht hier darum, dass ich mich zu dieser Person mache, die ein erfülltes Leben lebt und dementsprechend erfüllte Gedanken denkt, dann bist du hier richtig. Deine Gedanken sind deine Kraft, sind deine Macht und sind das, was die Dinge umkehren kann, was eine 180-Grad-Kehrtwende deines Lebens verursachen kann. Und damit fängst du an, damit du darüber denkst, über dich denkst,
wie Gott über dich denkt, Würde, wie die Divine Design Perspektive über dich denkt. Und das brauchst du für dich. Du musst diese volle Annahme, diese volle Anerkennung deiner Göttlichkeit in dich so tief verankern, dass hinterher der Automatismus deiner Annahmen und Überzeugungen aus dieser Quelle, aus deiner inneren Wahrheit, manche nennen es aus deinem Herz, herausströmt, herausdenkt. Und das ist Lernen. Du brauchst ein Konzept, wie du die Dinge sehen willst, wovon du überzeugt bist. Du brauchst ein Konzept, wie dieses Leben entsteht, wie Manifestation entsteht. Du brauchst ein eigenes Self-Empowerment. Du musst alles zu dir nehmen und zwar so transformieren in dir, dass es genauso wieder zurückkommt und dir im Außen reflektiert wird. Und diese Arbeit kann dir niemand ersparen, diese Arbeit kann niemand für dich tun. Man kann dir helfen, man kann dich bei der Stange halten, das ist das, was ich in meinen Coachings und Mentorings tue. Ich kann dir Dinge so erklären, klar machen und sichtbar machen, dass du denkst, oh mein Gott, natürlich, deswegen kann ich es jetzt ändern, weil ich sehe, was ich nicht sehen konnte. Aber die Arbeit musst du selber machen. Du musst wählen, wer du bist. Und du musst das Training tun. Wenn ich wähle, ich Training für mich tun. Ich kann einen Personal Trainer beauftragen. Der macht mir einen Trainingsplan. Der macht mir ein Trainingskonzept. Aber ich muss zum Training kommen. Ich muss es umsetzen. Ich muss dranbleiben. Ich kann nicht sagen, nächste Woche komme ich nicht. Ach, übernächste Woche habe ich auch keine Lust. Und das ist genauso bei dieser Mindset-Arbeit, bei dieser Personality-Shifting-Arbeit, bei der Energie-Shifting-Arbeit. Es ist egal. Du musst deinen Fokus ausrichten. Und dein Sein hat so viele Sinne. Und all diese Sinne musst du darauf ausrichten, dass du so denkst, dass du so fühlst, dass du so siehst, dass du so Rückschlüsse triffst, dass du Überzeugungen hast, die genau dir, deiner Power, deiner Manifestation, deinem Living in the End entsprechen. Und genau das ist es. Darum geht es. Es ist nur dieses eine Prinzip. Du musst wissen, dass du die Person bist, die die Power hat, die Macht hat, zwar in ihren Gedanken und Ansichten, und die durch Wiederholung und immer währendem Dranbleiben, Persistency, die Dinge in die Richtung manifestiert und bewegt, in die sie oder er sie haben will. Anders geht es nicht. Und ich spreche mit dir, wenn du Content konsumierst, Videos, Bücher, immer wieder neu begeistert bist, auf eine irgendeine andere Perspektive dieses Wissen über dich, über unseren Seinszustand, über Bewusstsein, über Energie, immer mehr und mehr konsumieren möchte, aber den Schritt nie tust in die absolut ungebrochen gelenkte, beeinflusste Umsetzung. Und das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel. Und diesen Schlüssel, den hast du in der Hand. Du musst ihn nur nutzen. Und wenn du selbst nicht diese Klarheit, diese Disziplin, diese Consistency für dich alleine aufbringen kannst, dann suche dir jemanden, der das so lange für dich tut, bis du selber so... Es bringt mich nichts, keine Kraft, keine Macht, irgendwo in meinem Hirngespinst davon ab, diesen Weg weiterzugehen. Und dann wirst du deine Ergebnisse bekommen. Dann wird sich dein Leben verändern. Dann wirst du alles haben, alles manifestieren und vor allem alles genießen können, was du dir manifestiert hast. Aber wenn du jedes Mal wieder die Arbeit nicht tust, das heißt,
deine Gedanken auszurichten, zu fokussieren, deine Überzeugungen, deine Ansichten, dein Wissen unabhängig machst von dem, was du im Außen siehst, und automatisch würdest rückschließen, indem du anfängst, das zu transformieren, transformiert sich dein Leben, dein Körper, deine Gesundheit, dein Bankkonto, deine Beziehungen, alle Menschen, deine ganze Welt wird so, wie sie dir gefällt. Aber du musst sie so sehen. Du musst sie so sehen. Und sehen heißt nicht nur Augen. Du musst jeden Gedanken so haben. Du musst jedes Gefühl dahingehend interpretieren, dass du schon diese Person bist, die ihr Divine Design Leben lebt. Ich habe viele Angebote für jede Intensität, für jede Nähe der Zusammenarbeit mit mir. Buche dir etwas, wenn ich die bin, der du glaubst. Hole dir diese Unterstützung, bis du selber so klar und fest bist, dass du vorlebst, dass du vorgehst, dass du sagst, wie es ist und wo es lang geht. Und solange du da noch Hemmungen hast, so klar zu sein, dann darfst du sie ausräumen, dann darfst du dir Hilfe suchen, dann darfst du sie ansehen, dann darfst du sie transformieren. Das ist der Prozess, den ich Divine Design Reise nenne. Du kannst sie gehen in deine absolute Erfüllung oder du kannst stehen bleiben. Du hast immer die Wahl. In diesem Sinne, wir sehen uns bald und danke, dass du meinen Kanal verfolgst, danke, dass du teilst, danke, dass du likest, danke, dass du kommentierst. Ich freue mich riesig, hier für dich da zu sein und dich zu inspirieren, und ich bin offen für jegliche Art der Zusammenarbeit. Schreib mich einfach nur an. Bis dann!